Hey Freunde, heute sind wir in Nürnberg am Norisring, ein Stadtrennen, wo mich Porsche eingeladen hat. Und da gehen wir jetzt erstmal hier in dieser Tiefgarage entlang von unserem Hotel. Da haben wir jetzt unser Auto stehen. Und wir haben ein weiteres Problem. Bevor wir da jetzt überhaupt hingehen können, ist mir ein kleines Problem aufgefallen. Und zwar besitze ich keinen Gürtel. Das heißt, wenn ich einmal springe, rutscht die Hose runter. Und deswegen brauche ich unbedingt einen Gürtel. Bevor wir also irgendwo hinfahren, kaufen wir uns jetzt erstmal einen Gürtel. Wir fahren jetzt gerade eben zum Akkreditierungsschalter. Wie gesagt, wir fahren ja auf ein Rennen. Da sind halt eben Autos und so und die darf man nicht einfach so filmen. Und deswegen haben wir von Porsche eine Lizenz bekommen, dass wir dort filmen dürfen und so ein Zeug, ne? Ich bin mit demnächst rechts abbiegen. Wir gehen mal kurz nach rechts. Mist, wir müssen doch noch geradeaus fahren. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wenn ich das alles richtig verstanden habe von den ganzen E-Mails, dürfen wir alles filmen. Wir dürfen den Typen, die Auto fahren, beim Umziehen zusehen. Ja, wir dürfen in die Umkleiden rein. Warte mal, jetzt sollte... Rechts abbiegen. Okay, rechts abbiegen in die Zielstraße. Warte mal, da kommst du gar nicht rein. Wir sind Presse, dürfen wir hier langfahren? Ich glaube schon, oder? Wir sind Presse, ja. Warte mal, da ist jetzt Polizei. Da müssen wir rechts langfahren. Alter, hörst du schon die Autos? Wow, cool. Aber sind wir hier richtig? Parkschein, ich muss zur Akkreditierung. Ist die da rechts? Nee, da links. Da links rein. Also fahre ich jetzt hier links? Jetzt da rein und links und dann von gleich links durch zwischen den Pfosten. Also hier hinter dem BMW, ne? Nee, du fährst jetzt da rein und gleich da links auf den Parkplatz. Ach so, okay, gut, danke. Wir fahren zur Akkreditierung. Wir fahren zur Akkreditierung auf einem kleinen Parkplatz. Woo, wir sind bei der Akkreditierung. Jetzt, meine werten Damen und Herren, holen wir uns die Sticker ab für unsere Kameras und so. Aber gehen wir jetzt erstmal zur Akkreditierung. She demands with these eyes. She's by far the baddest devil in disguise. The champagne that she pops. She's pouring it out and she never stops till she finally gets what you got. Tja, da sind wir auf dem Presseparkplatz und ich muss sagen. Warte mal, lass mal mit aussteigen. Komm mal mit. Falls ihr jetzt denkt, dass hier alles mit Marmor gefliest wurde oder sowas ähnliches, das stimmt nicht. Warte mal, wir müssen noch mal kurz den Schlüssel holen. Ja, selbst wenn der Parkplatz nicht so dolle ist, fühlt man sich besser mit der. Aerosol hat die Schutzhülle. Da ist natürlich so dieses Handy total geschützt und wenn ich das jetzt hier runter donnern würde, was ich jetzt nicht unbedingt machen werde, würde das Handy ganz bleiben und 100% safe, hoffe ich mal. Das heißt, falls ihr irgendwie so eine Schutzhülle haben wollt, genauso wie dieses T-Shirt, die Links zu diesen T-Shirts und zu dieser Handyhülle sind jetzt in der Beschreibung, das heißt, da könnt ihr mal vorbeisehen. Viele Leute haben danach gefragt, weil ich das in dem London-Video getragen habe, ja. Und jetzt sind wir hier und das gibt es jetzt endlich zu kaufen für jedes verschiedene Handymodell. Das heißt, selbst wenn ihr ein Huawei Hengjing Dang Hengjang habt, dann kriegt da auch eine Hülle und dann passt die Sache, okay? Müsst ihr einfach nur euren Namen eingeben von eurem Handy und dann findet ihr die Hülle für euer Handy. Manche Leute nehmen aber auch das Presseleben auf dem Parkplatz ein bisschen zu ernst. Dort wurde einfach ein Zelt aufgebaut. Da hinten ist der Pressezeltplatz. Falls ihr also eine Genehmigung habt, ja, auf dem Norisring zu parken, könnt ihr auch gleichzeitig zelten. Die Leute hier in Nürnberg sind richtig nette Leute. Die erlauben alles. Im Schnitt, wie viele Orangen werden hier verbraucht. So, jetzt schauen wir von Porsche hier so einen komischen LKW an. Was da drin ist, weiß ich selber nicht. Wie geht denn die Tür auf? Alles klar. So sieht ein LKW von innen aus. Ich habe noch nie gedacht, dass ein LKW so aussehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, wie ein Bildschirm von innen bei einem LKW aussieht. Und das ist sozusagen das Medienzentrum von Porsche. Wenn wir da noch lang gehen? So Leute, wir sind jetzt gerade eben nochmal in diesem Porsche Truck und wir sind hier mit dem Jens Lange. Der Jens Lange, der betreut eine ganz spezielle Sektion hier. Und zwar erklär mal, was du hier machst. Ich bin für alle Teams da, die Ersatzteile benötigen. Okay, das heißt, du hast hier also überall Ersatzteile. Immer wenn irgendwas kaputt geht, kommen die Leute zu dir und holen das bei dir. Genau. Was ist, wenn bei meinem Auto ganz hinten rechts die kleine Schraube kaputt gegangen ist? Die hast du hier. Die kriegst du. Okay, das heißt, wenn ich also eine Rohkarosserie draußen stehen habe, kann ich mir bei dir den Porsche zusammenbauen? Theoretisch ja. Wir haben hier jetzt, nur mal, dass man so sieht, irgendwas so an kleine Schrauben und schön bunt, sauber eingeräumt. Guck mal, das ist rot. Genau. Das ist für Schnelligkeit. Das genau. Heißt, es muss also alles schön geordnet sein. Ja. Und das ist, also und jede Schublade sieht so circa aus wie die hier. Genau. Ah, da ist eine dicke Schublade. Davon habt ihr aber ein paar mehr. Geht wahrscheinlich öfters kaputt, oder? Ja. Das ist zum Beispiel ein Porsche-Scheinwerfer. Das ist ein Porsche-Scheinwerfer? Ja. Komplett in Wolltet ihr schon mal einen Scheinwerfer von Porsche sehen? Man muss sich jetzt mal überlegen, aus wie vielen Einzelteilen so ein Auto eigentlich besteht. Das ist doch unglaublich, oder nicht? You're in charge. No, you're not. She already possessed all the sense you got. And your brain, it is gone. She's taking it all without doing wrong. And you never know what's going on. Hey
Leute, ich habe hier den Marek da. Marek ist Profi-Rennfahrer und das ist sein Auto. Hi. 18 bist du jetzt. 19. Okay, ich bin 18, du bist 19, du bist Profi-Rennfahrer. Wie kam es dazu? Das ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich mache die ganze Sache jetzt seit knapp 14,5 Jahren. Ich habe mit Kartfahren angefangen, das ist so der klassische Werdegang. Okay. Ich halt dann zu meinem 5. Geburtstag ein Kart haben wollte. Oh. Was ich dann sogar bekommen habe und dann habe ich halt angefangen auf dem Aldi-Parkplatz zu fahren. Da habe ich mir so eine Strecke zurechtgelegt. Also auf dem Aldi-Parkplatz drauf? Ja, am Anfang zumindest. Okay. Und dann irgendwann sind wir auf die Rennstrecke gegangen, okay, weil mir das halt, weil ich halt immer mehr wollte. Okay, das ist also ein sehr interessanter Beruf. Ich mache YouTube-Videos und er fährt halt eben Rennen. Falls ihr nämlich irgendwie auch mal Rennfahrer sein wollt, holt euch ein Kart, fahrt auf dem Aldi-Parkplatz eure Runden und übt die Kurven. Der Spoiler, der ist immer so riesig? Ja, das ist bei dem Auto auch standardmäßig. Also, ich meine, klar, der bringt schon was. Hast du halt mehr Anpressdruck hinten auf der Hinterachse. Kannst du dir vorstellen, als würde da jetzt jemand drauf sitzen, das Auto runterdrücken. She demands with these eyes. She's by far the baddest devil in disguise. The champagne that she pops. She's pouring it out and she never stops. Till she finally gets what you got. Jetzt kommen wir auf eine Kurve drauf zu und wir bremsen so mit 75 Bar ungefähr. Jetzt kannst du mal bremsen. Jetzt, boah, jetzt bist du bei 21 Bar. Mit wie viel muss ich jetzt bremsen? 75. Mit 75? Ja, also hau mal rein. So bremst du? Und das musst du ja nicht nur kurz, sondern du musst es ja auch lang halten, also quasi diese 150 Meter. Geschwindigkeit, bis wir ungefähr so 260 km/h haben, bei 150 Meter bremsen und dann siehst du hier die Verzögerung bis auf 60 km/h runter. Damit hätten wir jetzt meinen Fuhrpark ausgefahren. Die Jungs haben es hergebracht. Weiß, da fehlen noch ein paar hinten. Die Garage, da muss man ein bisschen tiefer gehen. Aber das sind so meine Autos. Ein YouTube-Video, ein Auto circa. Das ist mein Leben. Ihr versteht, was ich meine.